Hallo, hier ist Verena von Stampin' Kreativ. Ich habe euch heute eine Karte mitgebracht und ich finde, sie passt wunderbar, vielleicht zu einer Hochzeit, als Glückwunschkarte. Wie ihr jetzt sicher schon seht, habe ich ein paar Designerpapiere, Stempelsets und Framelits-Formen zusammen gemischt, aber ich denke, es ist kein Problem. Genau, das Stempelset heißt Tu, was du liebst. Ich zeige euch mal alles im Katalog, was ich verwendet habe. Also erstmal auf Seite 17 findet ihr hier unten das Produktpaket, bestickte Grüße, hier ist das Stempelset und die Framelits-Formen, bestickte Etiketten, sehen so aus und ihr braucht diese Form. Und dann ganz hinten, bei dem lilanen, wo das lilane fast aus ist, muss ich mal schauen, hier, ist das Stempelset Tu, was du liebst. Und das brauchen wir auch. So, ich habe es hier schon vorbereitet. Das ist das Stempelset Tu, was du liebst. Und hier habe ich meinen zum freudigen Anlass meinen Stempel schon vorbereitet. Das ist der Stempel Nummer D. Und ein Stück Vanille pur. Dann fangen wir auch gleich an. Ich stempel das mit meinem Stempelkissen Blütenrosa. Danach machen wir gleich mit dem Designerpapier weiter. So. Schaut bitte, dass ihr oben und unten noch gut Platz habt. Der ist nämlich größer als man denkt und der schneidet auch erst hier außen. Also nicht nur das Innere beachten, sondern auch bis zum Äußeren. Genau. Das stanzen wir dann noch so aus. So, jetzt erstmal noch zum Designerpapier. Ich habe da das Designerpapier verwendet, Blütenpracht. Ich finde das ein ganz tolles Designerpapier mit ganz verschiedenen tollen Blütenmustern. Hier mal so ein bisschen was anderes. Finde ich aber auch ganz toll aus und da brauchen wir eins, ich habe das schon zugeschnitten, in den Maßen 10,1 x 14,4 cm. Und dann habe ich benutzt dieses Designerpapier und zwar heißt das Fantastisch Filigran. So. Und das ist das neue, ganz toll, also wirklich filigran. Es macht seinen Namen allen Ehren. Und es ist auf der einen Seite Vanille pur und auf der anderen Seite ist es Flüsterweiß. Und wir brauchen hier bei dem. So, brauchen wir unsere Schere. Hier. Wir brauchen für die Karte. Jetzt komm her. So. Hier. Wir brauchen für die Karte diesen Bogen hier. Und den schneiden wir hier ab. Wir können auch nochmal messen. Bis hierher ungefähr. So. Genau. Also 14,4 cm braucht ihr. Genau. Ihr könnt auch, ich habe hier Flüsterweiß verwendet und mit der jetzigen Karte, die ich mit euch bastel, Vanille pur. Ihr könnt das natürlich auch anpassen. Ich habe hier Vanille pur verwendet und das habe ich in Flüsterweiß gehalten. Aber ihr könnt es auch einfarbig gestalten. Genau. Beides in Vanille pur, wie wir das jetzt machen.
So. So. Aber wir brauchen ja zwei. Jetzt bin ich ganz deppert. Eieiei. So. Und den Rest davon. Leider muss ich das jetzt ein bisschen zusammenstückeln, aber das macht nichts. Das zeige ich euch jetzt auch, wie das geht, weil ich habe nur von jedem zwei Stück und ich habe ja schon eine Karte gebastelt, dass ich euch das zeigen kann. Ja, und das da hinten ist nämlich sind ganze Muster. Genau. Aber das macht nichts. Das kriegen wir hin. So. Also unsere filigranen Spitzen. Dann unser ausgestanzter Spruch. Dann haben wir unser Designerpapier. Zu den Bändern komme ich dann gleich. Genau, Farbkarton mache ich genauso wie meine Schrift. Ich finde auch, zu diesem Papier passt auch ganz gut Grapefruit. Müsst ihr aber hinten drauf lesen, Grapefruit ist auch drinnen und würde da auch ganz gut aussehen. Genau. Dann brauchen wir einen Farbkarton, natürlich auch in Blütenrosa, und unsere Schneidemaschine. Ich schneide den Farbkarton immer erst mit einer handelsüblichen Schneidemaschine auseinander. Das hat den Hintergrund, dass meine auch ein bisschen länger hält. Und für große Flächen ist die auch gut. So. Kleine Flächen nehme ich immer die her, weil so mit 2,3 cm kannst du sehr gut hier anlegen und dadurch finde ich, die ist die einfach super gemacht. Außerdem auch für ganz große Flächen zum Ausfahren bis, ich glaube, 36 cm geht es sogar und somit ist die wirklich super. So, genau. Bei 14,4 haben wir es auseinandergeschnitten und nun falzen wir es bei 10,5. Unsere Grundkarte. So. Genau, die brauchen wir dann später. Jetzt erstmal zu unserem ich habe das durch die Big Shot schon durchgelassen. Und zwar, ich habe die Präzisionsplatte benutzt und habe mir noch eine Zwischenplatte gebaut. Also ich nehme da immer, entweder habt ihr die Zwischengrundplatte und wenn ihr sie nicht habt, dann empfehle ich euch einfach ein Stück Karton. Beim Schreibblock ist da hinten immer so ein Stück Karton. Schneidet euch einfach davon was runter und benutzt es einfach als Zwischenplatte. Genau. So, dann habe ich mich für ein Band entschieden und zwar das in Vanille. Das Punkteband in Vanille. Ich finde das auch sehr Vintage-Look ist und deswegen, ja, dann fädeln wir das hier unten durch. Du könntest von oben oder von unten kommen, das ist egal. So, ich falte es ein bisschen und dann stecke ich es hier durch. Genau. So. Also wenn sie von oben kommt, müsst ihr natürlich das nach unten legen und das dann zur Seite. So. Und dann müsst ihr hier auf der anderen Seite auch durch. So. So, dann kommt es hier mittig hin. So, wo habe ich jetzt meine Dimensionals hingelegt? Heilige Ordnung, hier. Ich schneide mir immer den Rand auch gern in ein paar Hälften. Also
keinen Fall wegschmeißen. So. Und ich klebe das jetzt nicht aufs Band. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Mit dem Band so ein bisschen hin und her rutschen und schauen, dass das auch mittig liegt und gerade. So, ich glaube, ich habe es ganz gut getroffen. Und dann könnt ihr mit dem Band noch nach links und ein bisschen nach rechts fahren. Deswegen habe ich es nicht aufs Band geklebt. So. Dann braucht ihr euer Klebeband. So ein Stück und dann in zwei Teile. So. Und dann tue ich es schön auffächern, weil manchmal hat es hier so einen Knick. Also schön auffächern und dann gerade hinten umschlagen. Und festkleben. Und die andere Hälfte machen wir genauso. So. Genau. So, dann ist das schon mal fertig. Genau. Dann brauchen wir unsere Rüschen und den Präzisionskleber. Da geht das am besten. Und ich klebe hier auf der Seite, die ich auch brauche, die ich vorne sehe, also auf der Vanilleseite, wie hier jetzt, klebe ich hier eine dünne Schicht Präzisionskleber. Also trage ich auf. So. Genau. Dann klebe ich es hier genau da, wo diese Bögchen anfangen, klebe ich auf das Designerpapier drauf. So. Den Rest schneide ich weg. Genau. Und die andere Hälfte, die machen wir genauso, nur das stückeln wir ein bisschen an, aber das sieht danach keiner mehr. So. So, fange ich wieder ganz am Rand an. Brauche ich natürlich noch mal was. So, jetzt schaue ich mal, ob ich hier ein bisschen was abschneide. So. So. Hier, ihr habt gerade geschaut, wo ein schönerer Anfang ist. Der ist auf der Seite. Und deswegen klebe ich das jetzt so drauf. So. Bündig wieder. So. So. Lassen wir jetzt ein bisschen kleben. Dann brauchen wir natürlich unsere Schleife noch. Dazu habe ich mich auch für das blütenrosa Band entschieden. Ist im Jahreskatalog zusammen im Doppelpack, im Kombipack mit Tannengrün. Und da mache ich jetzt eine Schleife. So. Wer nicht weiß, wie das geht, ihr macht, ich zeige es euch nochmal, ein Ohr. Dann macht sie hier noch ein Ohr und dann zieht sie ein bisschen auseinander, dass ihr Platz habt. Und dann die zwei Ohren untereinander durchfädeln
Dann habt ihr eine Schleife. So. Gut. Und dann kann man sie schön abschneiden. Dann kommen unsere Glue Dots ins Spiel. So. Die kleben mir an die Schleife. Reicht eins. So. Hier auf die linke Seite klebe ich die jetzt ganz gern. So. Dann können wir hier das abschneiden. Ich glaube, das klebt jetzt schon ganz gut. So. Genau. Klebt es noch nicht ganz gut, oder? Ja, auf der Seite noch nicht. Ich habe das jetzt so gemacht, weil ich mir wissen wollte, einfach ausprobieren wollte, dass die Spitzen über die Karte drüber gehen. Wem das nicht gefällt oder wem das nicht mag, ich habe die andere Karte noch zum Vergleich. Na, jetzt geht's so. Passt mir auf, ich zeige euch das mal. Hier ist meine erste Karte. Da habe ich das Designerpapier ein bisschen kürzer geschnitten, wie ihr sehen könnt. Und jetzt habe ich das Designerpapier so lassen in der Normalform, also 10,1 x 14,4 cm. Und jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut. Ich glaube, es ist vielleicht auch ganz neckisch, wenn das ein bisschen drüber geht. Also unten und oben minimal. So ein bisschen Spitzenoptik kriegt es dann. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ihr könnt es gerne machen, wie ihr, was euch besser gefällt. Es ist echt minimal. Genau, aber dann seht ihr wenigstens mal den Unterschied, dachte ich mir. Es ist nie schlecht. So, dann sind wir noch nicht ganz fertig. Ich habe noch Perlen aufgeklebt. Und habe mir hier noch ein paar andere Accessoires hergeholt. Ich habe hier noch ein paar Perlen mit Metallrand. Würden jetzt auch ganz gut dazu passen. Ganz besonders, wenn wir die mit Stamping Blends anmalen können. Dann habe ich hier ein paar Zweige. Passt vielleicht das auch ganz schön hierher mit dem Blütenrosa. Oder eins im Silber. Dann habe ich diese Blütenaccessoires, die sind auch noch im Frühjahrskatalog. Die habe ich bei der ersten Karte benutzt. Finde ich jetzt auch ganz schick. Also da könnt ihr euch ein bisschen spielen. Und hier sind noch die Knöpfe. Die sind im Jahreskatalog. Sag schon. In der Produktreihe mit der Fantasie aus Glas. Genau. Und ich finde die auch ganz toll. Also so vielleicht. So. Also die finde ich jetzt auch ganz gut und ich nehme die auch. Genau. Da habe ich noch gesehen, da steckt noch was drin. So. Genau, also da ist euch keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt dekorieren, wie ihr möchtet. Ich zeige euch gleich noch andere Beispiele. Dann seht ihr, wie das aussieht alles. So. Also, wir machen. Ich habe mich jetzt für die entschieden, für die Knöpfe.
klebt die jetzt mit Glue Dots fest. Das ist die einfachste Lösung. So. Finde ich sehr irgendwie ein bisschen edel, muss ich gestehen. So, gefällt mir ganz gut. Mhm. Die funkeln so ein bisschen. Ganz toll. Normale Pailletten, na klar. In Silber oder was könnt ihr auch nehmen. Oder in Bronze. Ja. Ihr könnt den Spruch auch embossen in Bronze. Dann passt es auch ein bisschen. Also passt es auch sehr gut zusammen. Ein bisschen Vintage. Schön zur Hochzeit, finde ich. Passt das total gut. So. Jetzt kleben wir mal das auf. Also minimal geht es unten und um rüber die Spitze. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So. Genau. Jetzt zeige ich euch noch meine anderen Karten. Genau, also die hier sieht so aus. Mit Weiß. Schön Vanille, aber auch schön. Genau, gefällt mir fast sogar ein bisschen besser. Dann hier, dieses lilane Papier, das ist Feige, das ist noch eine Inkala, also noch gibt es sie bis nächstes Jahr. Und hier haben wir einmal dieses Blatt. Dann habe ich jetzt meine andere Form verwendet, und zwar gab es das mal bei Stampin' Up, gibt es aber leider nicht mehr. Das sind diese Etiketten, diese, ihr könnt auch das Etikett für jede Gelegenheit nehmen. Ich denke, das würde auch ganz gut passen. Und das da hinten sind diese Spitzendeckchen in Farbe. Das ist Grapefruit und das ist auch Grapefruit. Und das dachte ich mir, das passt wunderbar. Das ist aber Calypso, dieses Ombre-Band in Calypso. Dann habe ich hier Blütenrosa mit den Perlen, mit dem Glas. Mit dem Glasrand, mit dem Metallrand, genau. Und hier als Schleife habe ich einfach dieses grüne, moosgrüne Kordel und eine Vanillekordel zusammen als Schleife gezogen. Wollte ich mal ausprobieren, gefällt mir nicht auch ganz gut. Und hier sieht man wieder so ein Deckchen, auch in Waldmoos, genau. Und hier habe ich noch eine in Kirschblüte, bisschen anders. Genau. Gefällt mir die fast besser. Schaut die ein bisschen blass aus. Aber jedem, wie es gefällt, jeder hat anderen Geschmack. Ich finde eigentlich alle eigentlich ganz nett und ganz besonders. Also das Designerpapier ist ganz, ganz schön. Meine Sammelbestellung ist nächste Woche, weil da der erste Sonntag im Monat ist. Und wer noch was bestellen will, bitte per E-Mail einfach melden. Die wenigsten wissen, dass ich eigentlich aus Holzkirchen komme. Also wer aus dem Landkreis Miesbach zuschaut, den sage ich hallo. Und wer eine Frage hat, ich bin im Landkreis Miesbach viel unterwegs, auch wenn ich jetzt im Tölzerland lebe. Aber einfach mal eine E-Mail schreiben, stampin-kreativ@gmx.de. Ich würde mich freuen. Bis bald, eure Verena und viel Spaß beim Nachbasteln. Servus!